Großeinsatz für die Feuerwehren der Stadt Weimar am Montagvormittag. Sie wurden gegen 9.20 Uhr in die Jenaer Straße der Klassikerstadt alarmiert, weil dort ein Pkw-Transporter außer Kontrolle geraten und ungebremst gegen das Gebäude des Goethe- und Schiller-Archivs gestoßen war. Im Bereich Abzweig, Kreuzung Abzweig Hans-Wahl-Straße kam der Lkw-Fahrer aus bisher ungeklärten Ursachen in Schleudern bzw. verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Skoda Citigo. Hier verlor er ganz und gar die Kontrolle über sein Fahrzeug, über seinen Lkw. Der Lkw scherte nach links aus, durchbrach einen schweren Metallzaun und kollidierte frontal mit der Mauer des neuen Goethe- und Schiller-Archivs. Die Fahrerin des Skoda wurde nur leicht verletzt. Sie konnte mit einem Rettungswagen in das Klinikum Weimar gebracht werden. Aufgrund des heftigen Aufpralls wurde der 38-jährige Fahrer des Lkw in seinem Fahrerhaus eingeklemmt. Er konnte erst mit viel Aufwand gut 3 Stunden nach dem Unfall aus seiner misslichen Lage befreit werden. Oberbürgermeister Stefan Wolf eilte ebenfalls zum Unglücksort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Ich bin von der Feuerwehr alarmiert worden, weil ja für die Bergung relativ aufwendig ist und dann möglicherweise auch Entscheidungen noch zu treffen sind, für die auch die Feuerwehr dann nochmal eine Absegnung braucht. Deswegen hat sie uns alarmiert im Rathaus und ich bin dann schnell hier mit unserem Pressesprecher herübergelaufen. Und da müssen wir gucken, was mit den Schäden ist am Gebäude, muss die Klassikstiftung gucken, aber zumindest ist die erste Erleichterung, das war mir noch nicht klar, als ich gerufen worden bin, ist ja die Statik und das sicher ist also ein Sachschaden entstanden am Gebäude, aber der ist auch behebbar. Der Lkw zog eine Spur der Verwüstung. Nachdem er wohl an der Ampel wartenden Fahrzeugen auswich, kollidierte er mit dem im Gegenverkehr fahrenden Skoda, fuhr anschließend eine Ampelanlage um, bevor er den massiven gusseisernen Zaun durchbrach und anschließend am Gebäude zum Stehen kam. Den historischen Schätzen der Stadt Weimar geht es indes gut. Man hat die theoretische Gefahr natürlich gesehen, dass hier mal ein Lkw die Kontrolle verlieren könnte. Und deshalb sind wertvolle Bestände in einem unterirdischen Archiv auf der anderen, der ihm zugewandten Seite untergebracht worden, sodass hier der Schaden an wertvollen Dokumenten, die das Risiko nicht mehr besteht. Während der Einsatzmaßnahmen war die Jenaer Straße voll gesperrt. Erst nach gut 1,5 Stunden konnte sie wieder stadteinwärts einseitig befahren werden. Die Polizeiinspektion Weimar hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen führten gesundheitliche Probleme des Lkw-Fahrers zu dem Unfall. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den späten Nachmittag. Aufgrund des Unfalls und der zeitweiligen Vollsperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt.